Hallo Jamal und willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir sind in Kuschelwasser angekommen und Leute, was alles passiert ist, wir erzählen es euch gleich. Ich warte gerade, bis Emma noch da ist. Der ist gerade hier unten und checkt ein in einem anderen Hotel. Leute, wir erzählen euch gleich. Wir haben eine Storytime zum Kotzen. Ich zeige euch auch gleich, in welchem Hotel wir sind und wo wir jetzt einchecken und ja. Also wir sind jetzt in Kuschelwasser in so einer Residenz angekommen. Wir waren vorher in einem anderen Hotel, aber wie gesagt, erzählen wir euch später. Ich zeige euch kurz, wie es von außen aussieht. Und zwar ist das die Residenz. Das sind mehrere kleine Zimmer oder Wohnungen, besser gesagt. Das sind wirklich Riesenzimmer. Das kleinste fängt bei 50 Quadratmeter an. Ihr seht schon hier, also die kann man sich auch für den Sommer komplett mieten. Und unten hat es dann noch Restaurants, ein paar Läden, so einen Gemeinschaftsraum. Ja. Und jetzt gehen wir ins Zimmer. Bakalam. Okay. Also Nummer 112. Dann wollen wir mal. So fängt's an. Und Leute, ich zeige euch jetzt einfach mal das erste Bad. Die Qualität ist gerade irgendwie ein bisschen schlecht. Ja. Also, das ist das Gästebad. Falls wir jetzt Besuch kriegen von euch, dann geht es auf jeden Fall weiter. Hier ein riesiges Zimmer, wirklich, mit Fernseher, hier Tischen, dann eine Küche mit allem drum und dran, also wir könnten hier kochen und das Beste ist, es geht ja noch weiter. Das hier ist unser Schlafbereich, Leute, wieder mit zwei Betten, nochmal Fernseher, also das Zimmer ist riesig, es sind insgesamt 100 Quadratmeter und dann haben wir hier nochmal ein Bad und hier nochmal eine Dusche. Und einfach nur krass. Gell, Schatz? Wir zahlen hier 115 Euro für zwei Nächte, also pro Nacht 58 Euro ungefähr. Und wir haben wirklich eine sehr gute Lage, also wir sind direkt am Ladies Beach. Direkt am Ladies Beach. Leute, hinter diesem Hotel ist der Strand. Crazy. Leute, ich hatte so schlechte Laune, weil ich Hunger hatte. Und ich habe mich ja vor dem Hotel so geekelt, dass ich mich jetzt irgendwie gerade vor allem ekel. Und ich habe noch zu Emma noch gesagt. Das ja, das erzählen wir gleich zusammen kurz. Ich habe zu Emma noch gesagt, obwohl ich übel Hunger habe, ich will nichts essen außer Brot oder so. Und es ist halt 31 Grad in Kuschelwasser und es haben nur noch so komische Lokale offen. Da hat mir jetzt einfach Atschma gefunden. Das ist der Beste. Leute, einfach Atschma und das esse ich jetzt natürlich auch, weil bei Atschma kann man nichts falsch machen. Einfach Buldukoja und hat jetzt natürlich meine Laune damit hochgeschleudert. Also mir geht es schon viel besser. Ich bin voll schlimm, wenn ich hungrig bin, dann will ich so mit jemandem reden. Ich bin so richtig aggressiv, schlecht gelaunt, also da geht es mir gar nicht gut. Und jetzt guck mal, was er geholt hat. Er hat einmal für sich Börek geholt. Ich kann kein Börek jetzt gerade essen, weil ich mich noch so ekel, wie gesagt. Und dann hat er einmal Zeytinli-Açma geholt und einmal normales Açma. Mal gucken, also sie sind natürlich nicht mehr so frisch, aber ich denke, man kann die trotzdem ganz gut essen. Und ja. Evetjanlar, es ist der nächste Tag und jetzt ist endlich mal hell. Wir können die Stadt mal in hellem Licht sehen. Erkunden, genau. Erkunden. Wir laufen jetzt gerade zum Ladies Beach rüber, weil der ist direkt an unserem Hotel eigentlich. Wir müssen davor aber noch Geld changen und Leute, Emma erzählt euch jetzt Storytime von gestern. Wir wollten eigentlich nur relativ günstig übernachten, weil wir halt eben viel von der Stadt sehen wollen und letztendlich auch nur für ein, zwei Tage hier sind. Merhaba, hallo. Und auf jeden Fall, komm, ich zeige euch auch gleich mit. Auf jeden Fall, Leute, wir waren dann in Kuschelwasser, haben hier an Ladies Beach geparkt und haben gesagt, komm, wir schauen uns ein paar Hotels an. Dann fanden wir ein Hotel. Die Hand hier mitgenommen. Oh. Jetzt kriege ich einen auf. Naja, auf jeden Fall waren wir dann in einem Hotel. Der wollte 35 oder 40 Euro pro Nacht. Das war wirklich nicht viel. Von außen sah das Hotel schön aus. Also sah in Ordnung aus. Also. Und also schön ist ja echt für Kuscha, das ist momentan, was wir alles gesehen haben, sowieso ein bisschen. Auf alle Fälle habe ich mit der Kreditkarte für zwei Nächte schon gebucht. Wir sind hoch, wollten gerade ins Zimmer rein, Marisa ist im Bad und das sind dann so Ameisen und so komische Viecher. Aus der Dusche, Leute, nicht mehr aus der Toilette, aus der Dusche. Genau, aus der Dusche rausgekommen.
Und dann haben wir gesagt, okay, das geht gar nicht. Wir sind runter, haben dem nochmal gesagt, hey, pass auf, da kommen Tiere aus der Wanne. Dann hat er gesagt, war kein Problem, ich bringe euch in ein anderes Zimmer. Dann waren wir im anderen Zimmer, da war das gleiche Spiel nochmal, gell? Wir haben uns voll gefreut, okay, anderes Zimmer, vielleicht hatten wir einfach Pech mit dem Zimmer. Dann wir gehen ins andere Zimmer, Leute. Noch Leute, Zimmer. Und dann im dritten Zimmer waren Kakerlaken drin. Ja. Der sagt noch zu mir, ja, kein Problem, ich mach sauber. Hä, was für sauber? Also, da muss ja die Grundhygiene schon sowas von nicht stimmen, wenn da Tiere aus dem Abfluss kommen. Ja, ja, da war sogar Toilette noch nicht mal runtergespült. Wie ja. auch immer. Auf jeden Fall im dritten Zimmer, dann habe ich gesagt, das geht nicht, ne, das passt nicht. Guten Morgen. Nachher. Und auf jeden Fall sind wir dann runter. Ich habe gesagt, okay, bitte, erstatte mir einfach mein Geld zurück. Dann hat er gesagt, das geht nicht. Dann gab es da noch so ein bisschen Probleme. Genau an diesem Punkt kommt dann so ein Mann rein, einheimisch mit so einer Frau. Okay. Sagt so, hey, ich brauche ein Zimmer, du weißt schon für was und so. Und ja, Marisa ja, und ich, wir schauen uns an und denken so, fuck, wo sind wir eigentlich gelandet? Auf jeden Fall, das war sehr cringe. Wir haben es hinbekommen, der hat irgendwas storniert. Ich hoffe, dass das auch mit der Kreditkarte jetzt klappt, wenn ich in Deutschland bin. Ich kann es ja hier jetzt noch gar nicht nachvollziehen. Und seitdem sind wir dann in diese Ladies Beach Residence gegangen und sind wirklich top zufrieden. Es ist richtig groß, es ist schön. Wir haben für zwei Nächte 115 Euro bezahlt und schoki. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Ladies Beach angekommen. Marisa, das absolut Lieblings-Favorite-Getränk. Sag mal, Schatz. Ich liebe das. Aber nur in Tetrapack schmeckt es so lecker. Ja. Das Schöne hier ist, beziehungsweise da es ein öffentlicher Strand ist, kannst du hier deine Getränke mitnehmen, kannst dein Essen mitnehmen. Ich werde nachher meine Shisha noch mitnehmen. Man zahlt für zwei Liegen und einen Sonnenschirm 100 Tele. Also umgerechnet 5,50 Euro. Mathematik schlecht. 5,50 Euro mal 18, wenn es 100 ergibt, dann richtig. Genau, ja. Und natürlich nicht vergleichbar mit Alicante, Çeşme, aber deshalb machen wir die EG-Tour. Wir nehmen euch mit an die verschiedenen Plätze und wollen halt auch Verschiedenes sehen und erleben. Charge an sich war sehr schön. Wir sind sehr schnell durchgelaufen, weil wir, bevor wir shoppen, auch einfach mal was essen wollen. Nachdem wir gegessen haben, weiß ich nicht, ob wir direkt uns irgendwo eine Shisha-Lounge oder so hinsetzen. Aber eigentlich wäre es nicht schlecht, gleich so ein bisschen die Läden abzuklappern. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Richtung Limmern. So. Evet, ich wollte die ganze Zeit Fisch probieren. Jetzt probiere ich Fisch. Ja. Lasse. Ich habe hier einmal Salat genommen und Parmesan. Und Bolognese, Leute, ich bin verwirrt. Da kommt noch was von Emla. Okay. Ich glaube, hier ist aber kein Tulipen drin, gell? Evet. Das müssen wir nochmal sagen. Kurz am Pisco Potix. Bruder Sixer. Schatz, bitte komm zu dir, okay? Du bist aber cooler. Ja, mach nichts, was du später bereuen wirst. Okay, also, kurzer Zwischenstand. Wir waren jetzt essen, danach haben wir ein Shisha-Bar gesucht. Ungefähr zwei Stunden lang sind wir rauf, runter, dann haben wir uns für einen entschieden. Dann habe ich gerade meine Limonade geschlürft, Emra sein Getränk und er ist gleich so, no, es geht gar nicht. Let's get down, let's und get down. Und dann hat er seine Shisha genommen und dann hat er gesagt, nee, das geht erst recht nicht. Und dann sind wir aufgestanden, waren wirklich gefühlt nur 5 oder 10 Minuten in diesem Laden drin und sind jetzt aufgestanden und gehen jetzt die Straße runter. Wir müssen eh in die Richtung laufen, weil unser Auto hier steht und Leute, wir wissen gerade echt nicht, ob wir überhaupt noch irgendwo hin sollen. Wallah, ich weiß nicht, aber Kusha, das ist gar nicht so meins. Also, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Wir haben jetzt hier ganz liebe zwei nette Jungs kennengelernt. Die haben Emda dann auch gleich empfohlen, was gut ist und was nicht so gut ist. Und der eine meinte auch, der ist öfter hier und der sagt, die sind alle leer, die Shisha-Bars. Also soll anscheinend gar nicht gut sein. Deshalb, Bakalım, wir gehen jetzt mal in eine rein, einfach nur um Chai zu trinken und was Süßes zu essen. Ja, was Süßes und dann Bakalım spontan, ob ich doch eine Shisha bestelle oder nicht. Ja. Mal gucken, Leute. Auf jeden Fall 2 Tage Kuschadasse und ja, das reicht eigentlich auch. Also wir fahren morgen direkt weiter nach Didim. Ja, Leute, ich habe verloren. 3:0. Hier hat es uns echt nicht so gefallen, deswegen waren wir jetzt nur einen Tag hier und fahren jetzt direkt auch weiter. Mm. Haben aber richtig süß Frühstück geholt. Junge. Börek und ist richtig Hase mit Leute, Börek. Ich heule gleich. Das beste Börek, was ich je gegessen habe.
Wow. Wow. Okay, Leute, wir sind echt von diesem Chefburger mega begeistert. Sag mir. Du kannst hier essen. Ab. Bitte, da wo wir hingehen, da wird es Wildschweine wohl geben. Also im Meer drin und die darf man füttern und die essen wohl gerne Äpfel. Deswegen bin ich jetzt hier und werde Äpfel holen. Kolay gelsin dayım. Hoş buldum, sağ olasın. Elman var mı? Var. O zaman bana şöyle bir yarım kilo elma verir misin? So, hier bin ich jetzt in so einem Obstladen gelandet und auf jeden Fall hole ich jetzt ein paar Äpfel und zwar für die Wildschweine, wie gesagt. Magst du was haben, Aşkım? Nein. Wir wurden von der Polizei angehalten. Oh no. No. Oh no. No. Was machen die jetzt? Bakalım. Bakalım soralım. Memur Bey ne diyecek? Allah'ım selamünaleyküm. Kolay gelsin Memur Bey. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir ehliyet kontrolümüz olacak. TC kimlik numarasını isteyeceğim sizden sadece. Maalesef TC kimlik numaram yok ama şöyle Alman kimlik... Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşimiz o. Sağ olun. Var olun. Hadi. Also ich finde das so schön hier von den Polizisten angehalten zu werden, weil... Emre liebt es mit den Polizisten. Die sind so richtig höflich, valla. Das ist so Freund und Helfer ist das, Bruder. Du wirst angehalten, du sagst, ich hab das nicht. Dann sagt er so, warum nicht, wo ist das? Schaka, schaka. In Deutschland, wenn dieser Stoppschild kommt, ich denke so, aha, das ist stimmt. Strafe, denke ich mit ein. Aber wir sind jetzt gleich in Güzeljungle und ich bin richtig aufgeregt. Emre will dort Schweine füttern, aber ich habe ein bisschen Angst, weil ich weiß halt von klein auf, wenn meine Mama auch, dass Wildschweine gefährlich sein können. Deswegen öyle bir şey yok ya. Müssen wir erstmal fragen. Bizim Türkiye'dekiler insanları seviyor. Memleketini seviyor. Bunlar böyle bir şey yaparız böyle. Şşt! Böyle yaptığım zaman kaçarlar. So, wir sind jetzt in Zeusmarasse oder ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall laufen wir jetzt hier mal durch. Höhle des Zeus. Ah, wir sind in der Höhle des Zeus, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. Wir dachten, wir fahren jetzt hier noch vorbei, bevor wir nach Didim gehen. Das ist in Güzeljungle. Und es soll das kälteste Wasser sein, was es gibt. So Leute, hier sieht es dann so aus. Das ist die Höhle. Es soll eiskalt sein. Emrah würde jetzt auch direkt reingehen. Okay, Schatz. Freiburg, Liam, Schochmut, Liam. So, Emrah geht da jetzt runter. Hatte Schatz, Javasch geht. Javasch. Sog mal. Sog. Sollen jetzt die Wildschweine sein? Ah ja, ich sehe die. Ha. Und Emrah ist mit seinen Äpfeln bewaffnet und füttert die hin. Was? Nein, immer schnell, ist aggressiv. Ui. Oh, Emos. Oh, das macht sie komplett. Bunlar mı böyle büyük ya? Ha? Onlar büyük, evet. Tamam, yok. Alo, oh, iyi, tamam. Ben gidiyorum. Bayburtlusanız, mutlusanız. Haydi. So, jetzt geht's für uns weiter nach Didim und wir sind gerade in irgendeinem Köln, Kuschelwasser und fahren die Straße entlang. So Leute, wir sind jetzt in Didim angekommen. Direkt erstmal im Restaurant. Marisa gönnt sich wieder. Immer. Ich habe mir jetzt das erste Mal die Scanner bestellt. Nee? Nee, ja. Für Cracker. Ach, der ist es. Wir sind jetzt am Yachthafen von Didim. Hier hinten, hier sind die ganzen Geschäfte. Hier hinten ist der Hafen, neben Emrah. Und wir suchen jetzt gerade so einen Türkenbar. Oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Wir wollen im Chai trinken, so türkische Musik anhören und einfach noch Tatlı daneben haben. Gerçet. Yes. Und hier gibt es so viele, dass wir jetzt gerade nicht wissen, in welches wir gehen sollen. Und die Qualität ist auch ein bisschen schlecht. Moment, schnell rum. So. Ben de bir alayım elime Mikrofon. Mikrofon ya. Mikrofon. Ja, Leute, wir suchen so Musik, aber wir brauchen einen schöneren. Sorry.
Set. Really cute Set. So, ich habe mir jetzt wieder Makro rausbestellt. Die kam einfach so süß auf den Teller. Und Emla hat sich jetzt hier Schokopudding mit Profiterol drin, ne? Also Windbeutel, bestellt. Und jetzt kommt noch unser türkischer Kaffee. Und dann chillen wir hier. Hier ist gleich der Hafen. Ja, es hat uns leider keine Türkbar richtig angenommen. Wenn du nicht Alkohol trinkst, dann kannst du nicht in Türkbar rein. Ja, irgendwie ist es ein bisschen blöd gewesen. Wir haben gefragt, ob wir was halt essen dürfen dann, statt Alkohol trinken, halt irgendwie was Süßes essen und Chai trinken. Lass uns davon unterreden? Nein. Da meinten die so, Chai gibt's nicht auf. So, okay, tschüss. Evet çok fancy. Marisa gönnt sich wieder. Marisa heißt ab jetzt Barisa. Wir ändern unseren Instagram-Namen zu Barisa B für Burak. Burak Kim? Ha? Wie schmeckt's? Schmeckt's nicht? Labern, ich schmeckt's nicht gut. Drogge, Leute, Drogge wie Dinger. Drogge und ich mag's ein bisschen nicht eigentlich, Leute. Egal, trink du deinen Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee. Das waren ja nur 200 Tele. Genau. Kann man sich leisten. Das sieht schon voll hübsch aus, so. Vielen Dank. Wir haben uns gerade geschützt, deswegen freue ich mich gerade umso mehr, Leute. Wir sind wieder back in unserer Wohnung, in unserem Apartment und ich guck mal, was er mal schmeckt. Emoji! Ja. Sendebak! TRT Türk! Biz de orada olsaydık aslında. TRT Türk. Evet, reddettik abi. Evet. Olsun. Our first day in Didim. Also eigentlich der zweite Day. Aber Leute, wir haben... Leute, wisst ihr was? Ich hatte voll viele Briten, okay? Und ich habe ja die Aussprache mittlerweile gelernt. Bei Laban ja waren auch viele da. Jetzt benehme ich mich als welche eine Brite. Oh, what water? Do you wanna drink? Oh, the tea one? Auf jeden Fall. Water. Ich muss gar nur Water von denen. Auf jeden Fall. Es ist ja gerade in unserem Apartment. So tschuch. Er macht auch mit Ted. Kühlschrank. Auf jeden Fall essen wir hier in unserem Apartment. Das ist Mavi Beach Resort, heißt es. Nein, Mavi Beach Restaurant oder so. Das Frühstück ist richtig nice, ey. Wir haben hier jetzt so eine ganz liebe Jinge getroffen. Öyle mi? Und öyle mi? Ne güzel. Auf jeden Fall, hier ist ein Bonus. Und ich zeige euch mal. Ja, auf jeden Fall voll süß. Sie hat hier jetzt so Wassermelone und Honigmelone. Oh, wie schön. Guck mal die Trauben, Mann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sie. Merhabalar, kolay gelsin. Ne? Gel buraya gel, bir seveyim seni. Me? Ne kadar tatlı. Oo, geliyorlar. Oha, wie viele sind das? Aha, çok. Çok şeker, baksana. Vallahi çok tatlı. Evet, doğru. Wir fahren jetzt an einen Beachclub in Didim. Und zwar wissen wir noch nicht, ob wir an Ökos gehen oder an Medusa. Sensation wurde uns jetzt gar nicht empfohlen von euch. Deswegen gucken wir uns die anderen zwei an. Und ich dachte, das ist Altınkumplajı, gell? In Didim, ja. Also wir waren gestern Abend am Strand und das sieht echt super, super schön aus.
Jetzt schauen wir mal, nehmen euch mit. Die Besitzer. Und was haben die gestern gesagt? Ganz kurz. Üçdetsiz. Also der Eintritt ist kostenlos heute. Außerhalb der Saison. Genau, außerhalb der Saison. Wir haben jetzt den 5. September und es ist kostenlos. Ich stelle dir vor, dass wir sind so Karakulti, okay, wir wollen so Beach Club öffnen, dann sage ich so, ist mir Wurst, und dann sagst du nein, dann sagst du so, dann sage ich so nein, dann sagst du so, Öküs, dann sage ich so, tamam lan Öküs olsun. Oder wie kommt man auf seine? Weiß ich nicht. So, wir sind jetzt am Öküs Beach Club, sorry, wir sind jetzt am Öküs Beach Club. Das hat hier einmal ein Infinity Pool, ihr seht von hier oben. Und hier hat es dann nochmal so ein paar Liegen. Und hier unten gibt es nochmal extra Sonnenliegen und ein Steg. Ich glaube, wir bleiben hier. Ich glaube, wir bleiben jetzt doch hier. Wir wollten uns eigentlich noch den Medusa anschauen und den Sensation, aber wir haben jetzt keine Lust mehr, so viel zu laufen. Hier ist quasi der da. Der erste ist der Öküs, dann ist der Sensation, dahinter ist der Medusa Beach Club. Sind alle ungefähr ähnlich. Hier beim Öküs Beach ist der Eintritt für Frauen kostenlos und für Männer, glaube ich, die 210 Liter. Aber man kann halt am Pool und ins Meer. Evet arkadaşlar, wir sind in Öküz gibi rüzgar var burada. Ama sus. Meine Haare, ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Es ist extrem windig hier. Es ist zwar echt schön, aber es ist unglaublich windig. Und wir haben uns jetzt Essen bestellt. Und gerade wo ich jetzt Aufnahmen mache, weht es nicht mehr so stark. Aber ich schwöre einfach, Polster von unserem Liegen sind vorhin geflogen Richtung Griechenland, Griechs. Und wenn es dort ankommt, dann heißt es Ligeziki. Wir sind jetzt hier in Didim im Alo 24. So, hallo. So viele haben uns das empfohlen, also nicht nur von den Zuschauern, auch Emlos Abe hat es dann nochmal gesagt. Okay. Und wir haben jetzt einen Gavurda-Salat da genommen. Das ist ein Salat mit Walnuss oben drauf. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also Emlos und ich mögen sowas eigentlich im Salat. Also wir mögen so exotische Sachen. Und sen ne aldın aşkım? Ben ne aldım? Karışık ızgara aldım. Evet, bir saçların kestirdin. Bakayım. Wow. Wow, 1A. Buna nar eşlisi gidiyor mu aşkım? Bir deneyelim ondan önce, ondan sonra yapalım. Leute, ich war auch beim Friseur. Aber ich habe mir meine Haare nur föhnen lassen, weil ich einfach dachte, ich habe keinen Bock, meine Haare daheim zu machen, weil es immer so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und in der Türkei geht es eigentlich voll, weil ich habe jetzt fürs Haare föhnen eigentlich 3 Euro gezahlt umgerechnet. 60 Tele hat es gekostet, mit Waschen und Föhnen, muss man aber dazu sagen. Und ja. Ich dachte, ich mach das mal. Jetzt bin ich auch voll froh, dass ich das gemacht habe. Ich liebe das voll, Leute. Die machen so Kopfmassage und danach kannst du chillen. Die machen so eine Kopfmassage, danach kannst du einfach chillen. Hat der Mann dir Kopfmassage gemacht? Ja, der hat. Du hast gesagt, der hat nur meine Haare angefasst. Ja, hat er auch. Wie Kopfmassage? Du hast gesagt, der hat nur kurz gewaschen. Das ist ein Friseur, Schatz. Der hat so gewaschen, meine Haare. Warum, Schatz? Ich hätte gemassiert. Warum? Was hättest du machen? Leute, der macht gar nichts. Der Mann, Alter, der hat noch nicht einmal. Irgendwie, ich gehe jetzt nachher mich massieren lassen. Ah. Sind jetzt in einer Rockerbar? Yes.